fit für die digitale Zukunft. Darum geht es auf der CeBIT 2017. Und passend dazu zeigt AVM unter dem Motto Neue Verbindungen die neue Generation Fritzbox für DSL und Kabel. Und was es damit auf sich hat, das zeigen wir euch in diesem Film. Neue Verbindungen gibt es auch für das Heimnetz. Passend zur Gartensaison könnt ihr mit dem FritzDeck 210 zum Beispiel auch eure Gartenbewässerung steuern und mit dem neuen Fritz S680 neben dem Stromverbrauch auch den Temperaturverlauf aufzeichnen. Die Temperaturaufzeichnung ist aber nur eine von über 80 Neuerungen im aktuellen Fritz S680. Auch für WLAN gibt es tolle neue Funktionen. Band Steering schickt zum Beispiel eure WLAN-Clients immer auf das jeweils bestgeeignete Frequenzband. Und wenn ihr viele WLAN-Gäste habt, dann könnt ihr euch für euer Heimnetz einfach eine Bandbreite reservieren, dass ihr auch immer schön flott unterwegs seid. Für besten WLAN-Empfang im ganzen Heimnetz könnt ihr unsere Fritz WLAN Repeater und unsere Fritz Powerline Adapter einsetzen. Neu dazu kommt der Fritz Powerline 1260E, der neben Gigabit Powerline auch einen WLAN AC Access Point anbietet. Aktuell arbeiten wir an etwas ganz Neuem. Mit Fritz Connect wird die Kommunikation der Geräte untereinander verbessert, sodass ihr im nächsten Fritz es zum Beispiel auf einen Blick sofort seht, wie die Geräte miteinander verbunden sind. Und wenn ihr dann zum Beispiel an der Fritzbox das WLAN-Kennwort ändert, dann wird es auch automatisch von allen anderen Fritz-Geräten im Heimnetz übernommen. Und das ist echter WLAN-Mesh-Komfort im Heimnetz. Noch besseres WLAN, das gibt es mit der neuen Generation Fritzbox, der Fritzbox 7590 und 6590. Mit AC Multi-User MIMO und 4 Antennen wird das WLAN nicht nur schneller, sondern wir können auch einen größeren Bereich damit abdecken. Maximale Geschwindigkeit bietet die Fritzbox 6590 auch am Kabelanschluss. Mit einer Kanalbündelung von 32x8 unterstützt die Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 1,7 Gigabit pro Sekunde und ist damit für die Zukunft gerüstet. Höhere Geschwindigkeiten gibt es zukünftig aber auch bei DSL mit dem neuen Super Vectoring. Und genau das unterstützt die Fritzbox 7590 und hier kommt sie auch schon angeflogen. Sie läuft an allen aktuellen DSL-Anschlüssen, kann aber auch das neue Super Vectoring, was Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 300 Megabit pro Sekunde ermöglicht. Voll ausgestattete TK-Anlage für Analog- und ISDN-Geräte und sie kann auch noch am Analog- und ISDN-Festnetzanschluss betrieben werden. Weiter mit dabei ein Gigabit-WAN-Port, 4 Gigabit LAN-Ports und 2 USB 3.0 Anschlüsse. Und wer seine Fritzbox 7590 dann so lieb gewonnen hat, dass er sie auch nachts in seiner Nähe haben will, der wird sich über die dimmbaren LEDs freuen. Neue Verbindungen mit den neuen Fritz-Produkten und die neue Generation Fritzbox, die kann schon sehr bald bei euch zu Hause stehen, denn die Fritzbox 6590 kommt im Juni in den Handel und die Fritzbox 7590 sogar schon im Mai. Beide zu einem Preis von 269 €. Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit.